Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück bei Rollercoaster Tycoon. Wir haben ja zuletzt das Level Katzencoasters geschafft und ich habe mich ja dann im Anschluss für das Level Mayor's World entschieden. Ihr könnt noch unter dem letzten Video von Katzencoasters abstimmen, welches Level ich als nächstes spielen soll. Mystic Mountain, Jolly Jungle oder Rocky Rochen. Und jetzt geht's ab nach Mayor's World. 1000 Besucher und eine Parkbedingung von 600 im Jahr Oktober 3, Jahr 3. Klassisches Ziel, dieser Freizeitpark verfügt über ein paar ausgezeichnete moderne Attraktionen und jede Menge Platz für Erweiterungen. Wir hauen erstmal den Eintrittspreis hier mal schön nach oben. Erstmal human, 10 Mark Eintritt. 5000 Schulden habe ich und 5000 Gewinn. Mal gucken, wir verschaffen uns erstmal einen Überblick. So sieht das aus hier. Der Park. Mal gucken, ob es hier mal eine schöne Stelle für ein kleines Video-Thumbnail gibt. Vielleicht das hier. Habe ich wahrscheinlich eh schon wieder vergessen. Aber gut. So, also wir haben eine Achterbahn, die heißt Flightmare. Okay, interessanter Name. Ich mache wieder 30 Sekunden Inspektionszeit rein. 5 Mark Eintritt ist in Ordnung. Dann haben wir noch Musik raus. Was haben wir eigentlich an Wartungspersonal? Ein Mechaniker. Dann haben wir den Quiver. Der hat 3 Mark, ist auch in Ordnung. Aber ich höre Kotze gerade im Hintergrund. Haben die da vielleicht gerade Käse, Susannes Gouda, Susannes Käse gegessen? Der Hijack. 1,80, ja, das kann man auch lassen. Und dann dieser tolle Freefall Tower, der so ein bisschen eingebaut ist. 3 Mark, geht auch. Hier ist schon ein bisschen Dreck und sowas liegt hier schon rum, weil hier eindeutig zu wenig Reinigungskräfte haben. Auch hinten am Parkeingang, dass da Kotze rumliegt, das muss nicht unbedingt sein, finde ich. Hinten liegt auch noch rum. Jetzt weiß ich auch, warum das Ding Flightmare heißt, weil die alle hier rumkotzen. Warte mal, fangen wir hier hinten an und räumen das mal von hinten auf das Feld. Und nochmal mehr Personal. Erstmal so ein bisschen die Grundbedürfnisse hier befriedigen. Dann wird 5 Mechaniker, ist wahrscheinlich von Anfang ein bisschen zu heftig. Ich stelle auch gleich nochmal mehr Hilfskräfte ein, dass das hier schnell beseitigt wird, der Dreck. Das muss ja jetzt nicht wirklich sein. Natürlich wieder einer der oder zwei, die Rasen mähen. Muss ja auch ein bisschen sein, dass hier immer so ein bisschen Rasen mäht. So, hier liegt noch Kotze rum. Jetzt haben wir 10 Hilfskräfte. 5 Mechaniker. Das müsste eigentlich in Ordnung sein für den Anfang. Guck mal, was die Leute schon denken. Wir müssen erstmal wieder unsere Standardnamen reinmachen. Dass er sich das einfach nicht merkt, das ist so blöd. Na gut. So, mir ist schlecht. Dieser Park ist sauber und ordentlich. Blast off, ist das Geld wirklich wert? Ich habe keinen Durst. Bla. Okay. Hier ist eine Essbude. Da ist eine Toilette. Hier ist ein Getränkestand. Ja, ein bisschen wenig, finde ich. Eine Infobude haben wir noch. Die kommt wieder klassisch an den Parkeingang, dass die Leute sich dort direkt ihre Infos holen können. Dann machen wir die Forschung wieder auf Anschlag. Landschaften, Themengestaltung. Na gut, das lasse ich jetzt mal drin. So, was haben wir für Attraktionen jetzt neu dazu? Miniatureisenbahn, hier das übliche wieder. Achterbahn. Haben wir so einen Twister schon irgendwo gehabt? Anscheinend nicht. Bootsfahren haben wir hier einen See. Dort unten in der Achterbahn haben wir einen See und dann halt hier die Getränkestände. Na gut, okay. Ich will jetzt hier keine Sackgasse aufmachen. Hier auf diesem flachen Stück wäre vielleicht was. Oder hier oben würde sich anbieten schon mal für den... Oder ich stelle den Twister mit hier hinten hin, zu den anderen beiden Attraktionen. Das ist wie so eine Art
naja, wie soll ich sagen, Action-Ecke wird. Wie verläuft denn eigentlich unten der Weg? Das muss ich mir mal angucken. Ach so, ist der Ausgang und es geht hier unten so lang. Okay. Nee, halt. Moment, das ist der Weg dort oben, oder? Ach so, da ist gar nichts unterirdisch. Nee, der Weg läuft oben lang. Okay. Hab ich verstanden. Machen auch schon direkt den ersten Gewinn hier, schön. Ja, der Twister. Wo könnte man den mal sinnvoll hinstellen? Hier, da müsste man mal einen Baum dran glauben. Check, das Ding heißt Blast Off und das heißt Rotator. Nee, Rotator, genau. Und ich gehe ja mal mit einer Mark 50 rein, mal so gucken, wie die Preise hier angenommen werden. Die Schlange muss ja traditionell nicht so lang sein. Da kann man sogar den Baum wieder hinstellen. Das ist ja cool. Welcher Baum war das jetzt? Der hier. So, dann passt es wieder. Zack. Hijacked Effekt. Oh, was ist denn da schon wieder los? Eine Sicherheitsabschaltung. Na gut. Dann suchen wir uns mal, jetzt mal ein schönes Plätzchen für das Labyrinth. Da hatte ich doch schon was ausgemacht. Oder hier oben hin könnten wir es noch. Oder hier. Na gut, vielleicht ja hier oben sinnvoller. So ein bisschen hier rein in die, was ich schon immer mal probieren wollte, das machen wir jetzt erstmal. Kann man eigentlich das Labyrinth auch Rotate hat keinen Weg, der zum Ausgang wegführt. Ach, ich bin ja doof. Ich wollte schon immer mal probieren, ob man das Labyrinth auch unterirdisch bauen kann. Ich vermute, das wird nicht funktionieren. Aber es wäre cool, wenn das ginge. Nee, schade, geht nicht. Das ist doof. Warum soll denn das nicht gehen? Das ist irgendwie, naja. Also wir bauen das Labyrinth einfach mal hierher. Die Bäume will ich dabei möglichst erhalten lassen. Das heißt, wir würden irgendwas bauen, was Freestyle ist. Hinten erstmal aus. Ach, kann ich noch gar nicht. Ach, jetzt müssen wir mal von vorn anfangen. So, hier kommt der Ausgang hin. Dann fange ich halt von hier einfach an. Nee, das war dumm. So, hier kommt erstmal eine Sackgasse hin für die ganz doofen Leute, die das nicht erkennen.
Ja, es wird vielleicht ein kleineres Labyrinth, aber immerhin selbst gebaut. Das ist ja auch schon mal was. Weil dieses Vorgefertigte, da das haben wir schon zu oft gebaut. Da baut man hier nochmal hinter. Nee, das finde ich eigentlich blöd. Ich denke mal, eine Reihe kann man nochmal aufmachen. So hier. Und das Ganze halt mal ein bisschen fies bauen. Oh, das ist natürlich doof. Ich frage mich, ob das Spiel meckert, wenn es beim Labyrinth kein Rauskommen gibt. So, und hier ist dann das Ziel. Dann könnte man hier noch irgendwas daneben stellen. Die Besucher äußern sich, der Eintrittspreis wäre günstig. Nee, warte mal, das soll andersrum. Hier ist der Ausgang und hier der Eingang. So, dann müssen die nämlich hier immer so rumlaufen. Schön. Okay, da erhöhen wir gleich mal, wenn die Leute denken, der Eintritt wäre günstig, auf 20 Mark. Obwohl, wenn ich jetzt die Warteschlange hier noch hinbaue, dann ist da doch kein Platz mehr für eine weitere Attraktion. Labyrinth. So, die ersten Leute kommen an. Hecken gibt's, Eisblöcke gibt's, Steinmauern gibt's und Holzzäune. Nehmen wir noch mal eins mit Holzzäunen. Damit wir nicht immer das gleiche hier haben aus Hecken, habe ich jetzt einfach mal alles eins mit Holzzäunen gemacht. Achso, die Leute müssen ja andersrum laufen. Ich habe jetzt gesagt, haha, Sackgasse. Manche Leute springen dann auch hoch, wenn ihr mal genauer hinguckt, dann werden manche dann irgendwann mal hoch. Ja, der hier gerade. Der ist hochgesprungen, weil er anscheinend nicht in der Lage war, das Ding hier zu finden. Wir haben schon 1150 Gewinn gemacht hier im Vergleich, das ist ja cool. So, Sessellift, na gut, das brauchen wir jetzt nicht wirklich. Geisterhaus und Karussell, naja, ob man das jetzt... Oh, warte mal, wir können den Shuttle Loop bauen, wenn wir das wollen. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wir das wollen, aber ich gucke erstmal, wie denn die Bahn hier unten weiter verläuft. Achso, die machen einfach hier so ein Looping noch. Quatsch, so ein... Na gut, ist ja fast ein Looping, aber hier so ein... Naja, wie nennt man das? Korkenzieher, halber Looping, Looping. Nee, eine Cobra Roll ist es nicht, sondern eher eine Cobra Roll, wo am Ende unten das anders läuft in die andere Richtung, ob es dafür einen Fachbegriff gibt. Kann ich euch jetzt nicht sagen. So, Shuttle Loop, bauen wir das? Oder... Wenn wir das Ding gebaut haben, dann haben wir eigentlich gar keine finanziellen Probleme mehr. Ach komm, wir bauen jetzt noch das Geisterhaus und das Karussell. Das Karussell mal so klassisch an den Parkeingang. Die Warteschlange muss eigentlich traditionell nicht so lang sein beim Karussell. Aber wie gesagt, es ist am Parkeingang, dass das halt so ein bisschen eine psychische Wirkung hat. Und dass sich das gut auf die Leute auswirkt. Bonanza. Bonanza heißt das. Und auf geht's. Und die ersten Leute kommen schon an und finden das geil und fahren damit. Und dann hier vorne knallen wir noch ein paar Bäume hin.
Quatsch. Bäume sag ich schon, ich meine natürlich Gebüsch.